So, herzlich willkommen beim neuen Qualitativvideo. Wir hatten ja lange nichts mehr gemacht, aber wir haben hier wieder ein interessantes Thema bezüglich E36, was viele E36-Fahrer auch angeht und interessieren wird. Deswegen dachten wir, machen wir hier kurz das Video zu. Und zwar haben wir hier unseren 328 Kompressor im Bau. Der wird noch demnächst noch ein Video kommen über das ganze Auto, jetzt, wo wir jetzt ziemlich fertig sind, sagen wir mal. Das Einzige, was wir jetzt auch ändern wollen, ist das Kühlsystem und ein paar Kleinigkeiten. Und das genau ist jetzt das Thema heute, Kühlsystem. Und zwar E36. Da gibt es ja, ich sag mal so, drei, vier verschiedene Möglichkeiten. Und zwar die einfachste Möglichkeit ist ja der Standardkühler, der hier einen Ausgleichsbehälter hat. Da ist das Netz ein bisschen kleiner. Und ja, bei Fahrzeugen ohne Klima ist das Netz auch nicht ganz so hoch. Also das ist der kleinste Kühler. Hat man ein Fahrzeug mit Klima, ist ja davor der Klimakondensator noch. Deswegen ist der Wasserkühler dann noch ein Stück tiefer. Ist eine Nummer größer. Den sollte man mindestens einbauen, meiner Meinung nach. Und dann geht es in die nächste Stufe. Das ist hier so ein M3-Kühler. Der hat keinen Ausgleichsbehälter mehr im Wasserkühler. Das heißt, das Netz ist insgesamt breiter, über die ganze Fläche so groß wie es geht. Das sind Kühler, die haben Heißlandausführung und M3. Heißlandausführung heißt, man hat hier noch einen Behälter. Und M3 heißt, man hat einen Behälter hier oben. Ja, was ist der Unterschied? Heißlandbehälter ist tiefer als der andere. Das heißt, der muss noch extra entlüftet werden. Der hat eine Entlüftungsschraube hier. Also das ist jetzt kein Heißland, also das ist Michimoto, aber das Heißland, originale BMW Heißland, Ausgleichsbehälter sitzt auch genau hier. Und wie gesagt, dann gibt es noch das M3-System. Da sitzt der Ausgleichsbehälter da oben. Das ist eigentlich das beste System, denn da gibt es keine Entlüftungsschraube. Das System ist selbst entlüftend, weil der Behälter nämlich am höchsten Punkt sitzt. Und ja, das ist so eigentlich das beste Kühlsystem, was man beim E36 erreichen kann. Der Nachteil ist natürlich original beim M3, der hat dieses Batterieblech nicht, was diese ganzen normalen ja, 316 bis 328 haben, sondern der hat halt, ja, statt den Batterieblechen so Halter da eingeschweißt. Wir können auch mal ein paar Aufnahmen zeigen von unserem weißen E36. Da haben wir die hier eingeschweißt. Das heißt, das Batterieblech, das Original, muss entfernt werden. Die Halter müssen eingeschweißt werden und dann kann man M3 Ausgleichsbehälter einbauen. Ja, wie bekannt, das Auto ist ja komplett neu lackiert, restauriert. Und wir wollten jetzt das M3-Kühlsystem umbauen. Ist natürlich jetzt schlecht, hier das Ding dann nochmal raus zu bohren und flexen bei frischem Lack. Deswegen haben wir uns hier eine Lösung ausgedacht, den Behälter einzubauen, ohne was an der Karosserie zu verändern. Das heißt, wir haben uns hier selber Halter gebaut, aus Alu-Flachstahl, selber gebogen, angepasst. Den Pluspol muss man weiter vorsetzen, damit das hier mit dem Wasseranschluss vorbeigeht. Ja, und so haben wir jetzt einen M3 Ausgleichsbehälter drin, ohne was an der Karosserie zu verändern, was eigentlich ziemlich geil ist, und können jetzt auch das System umbauen. Wieso haben wir das nicht direkt gemacht? Ja, da wir hier Michimoto Kühler verbaut haben, haben wir gedacht, holen wir das ganze System von Michimoto inklusive E-Lüfter, diese Zarge hier mit E-Lüfter, Ausgleichsbehälter, alles von Michimoto, lebenslange Garantie, was soll schief gehen? Ja, war gut gedacht, gut gemeint, aber der Michimoto-Ausgleichsbehälter am E36 ist ungefähr das Schlimmste, was es gibt. Das System ist überhaupt nicht durchdacht, wie man sie hier sieht. Hier oben ist der gehalten. Original ist dieser Gummiring gar nicht vorhanden und das Ding hier hat Spiel ohne Ende. Wir haben hier noch einen Gummi nachträglich eingebaut, damit es einigermaßen hier hält. Das nächste Problem ist, Entlüften bei dem System ist extrem scheiße. Also es geht extrem schwer. Wir wissen nicht genau, wieso das so ist. Hat auch keine extra Entlüftungsschraube, nur diesen Messstab hier, um den Kühlerstand zu messen, was auch nicht so, ja, ich sag mal, gut funktioniert hier alles. Ja, und da wir jetzt schon ein paar Mal entlüften mussten, ja, sobald alles entlüftet ist, funktioniert es auch, da ist kein Problem. Allerdings, wenn man mal ein Problem hat, mal was tauschen muss, dann das wieder entlüften, das war jetzt immer ein Krampf. Ja, und dann ist uns vor kurzem jetzt der Kühler kaputt gegangen. Wir wissen auch nicht wieso. Können wir mal ein paar Fotos einblenden, weil ich weiß nicht, ob man es sieht.
Ja, man sieht auf jeden Fall diese grüne Spur. Auf jeden Fall sind da ein paar Rippen undicht geworden, wieso auch immer. Obwohl Mishimoto ja lebenslang Garantie hat. Man denkt, man verbaut den besten Kühler und hat trotzdem Probleme. Ja, aber eines muss man denen zugute heißen. Wir haben das Ganze reklamiert und haben jetzt direkt einen neuen Kühler bekommen. Muss man auch mal Burkhardt Engineering Genau. lobend erwähnen. Wir haben das Ding auch extra damals mit dem Hintergrund bei Burkhardt Engineering gekauft und nicht irgendwo bei eBay, sonst wo, aus irgendeiner komischen Quelle. Weil falls da mal was ist, hat man wirklich einen Ansprechpartner, die auch wirklich Händler davon sind. Und deswegen haben wir damals bei Burkhardt Engineering gekauft, haben denen alle die Seriennummer durchgegeben, die Bestellung von damals und ja, das Problem geschildert und haben jetzt wirklich direkt einen neuen Kühler bekommen. Ja, und dadurch, dass wir halt öfters Probleme hatten mit dem Entlüften, haben wir jetzt gesagt, bauen wir direkt auf M3-Kühlsystem um. Was muss man dafür alles ändern? Also, man muss natürlich keinen Mishimoto-Kühler holen, man kann auch einfach einen normalen M3-Kühler holen, den gibt es im Zubehör. Kosten auch nicht viel mehr als ein normaler E36-Kühler, also diese normalen 316 bis 328 Kühler. Das Einzige, was sich ändert, der Kühler ist natürlich hier breiter, hat keinen Ausgleichsbehälter, deswegen ist dieser Schlauch hier oben anders. Haben wir jetzt auch von Mishimoto, die gibt es aber auch im Zubehör günstig. Das heißt, diesen Schlauch muss man ändern. Dann geht die Entlüftung, geht ja nicht mehr, ist ja nicht mehr im Behälter drin, sondern die ist jetzt in dem Behälter drin. Das heißt, man geht entweder mit so einem Schlauch hier komplett hier ran oder man macht es wie original. So machen wir es. Das ist dieses Entlüftungsrohr, Original M3. Das heißt, das wird dann einfach hier an den Kühler angeschlossen. Hier oben geht es dann an den Ausgleichbehälter. In diesem Fall original dieses Ausgleichbehälter weiter hier. Wir müssen das Rohr in dem Fall ein bisschen kürzen, aber kein Problem. Können wir das so anschließen? Man kann natürlich auch einen Schlauch legen, ist eins zu eins das gleiche, aber sieht halt ein bisschen schöner aus. Das nächste ist, original geht ja von dem Motorblock da dieses Kühlmittelrohr weg. Da ist dieser Kühlerschlauch angeschlossen. Der sitzt ja ungefähr hier so und geht dann vorne an den Kühler, an den originalen integrierten Ausgleichbehälter. Der ist hier nicht mehr vorhanden, deswegen hat der Kühler nur zwei Anschlüsse, das ist hier den dicken und der eine, der vom Thermostat auch weggeht. Deswegen muss dieser Anschluss hier, der hier in der Mitte sitzt, jetzt an den Ausgleichsbehälter hin. Das heißt, beim M3 ist dann Rohr gelegt, das kann man natürlich hier nicht machen, passt nicht. Deswegen machen wir das so, also wir haben schon ein paar Autos damit auch umgebaut. Wir holen diesen originalen Schlauch, der von hier nach vorne geht, schneiden den hier irgendwo in der Mitte durch, ich glaube hier ungefähr oder hier. Dann drehen wir das Ganze, damit der Schlauch nach hinten läuft. Und dann müssen wir hinter dem Zylinderkopf vorbei an den Kühleranschluss. Wie macht man das? Ganz einfach. Kühlmittelrohr, Schlauch gekauft, in dem Fall von Coline. Übrigens die ganzen Teilenummern, alles kann ich natürlich einblenden und können wir unten noch in die Beschreibung hinzufügen, damit man das auch ja, nachbauen kann. Wenn wir den Schlauch durchgeschnitten haben und nach vorne gelegt haben, kommt mal hier ein Schlauchverbinder drauf, 22 mm in dem Fall, kommt dann hier rein, kommt an den Schlauch hier drauf und dann legen wir den Schlauch so hinterm Zylinderkopf vorbei und dann hier unten wird er dann an den Ausgleichsbehälter angeschlossen. Ja, im Prinzip war es das dann schon. Man hat. Eine Sache vergessen, der Kühler, der größere, da braucht man von einer Seite, ich weiß nicht mehr, ob links oder rechts, den Halter auf beiden Seiten. Ja, auf jeden Fall, es kann sein, die Plastikhalterung, wo der Kühler drin sitzt, rechts und links, je nach Fahrzeug, wir wissen nicht genau, was der Unterschied ist, ob das jetzt Baujahr motorbedingt ist, kann sein, dass man eine Seite den Halter ändern muss, damit der neue Kühler reinpasst. Aber das ist nur ein Plastikteil. Ja, das kann man sich dann gebraucht oder neu besorgen und dann kann man den Kühler direkt reinsetzen. Ansonsten, man kann, in dem Fall haben wir jetzt halt hier noch einen E-Lüfter dran. Man kann natürlich auch den normalen Viskolüfter fahren, ist auch kein Problem. Aber so hat man, sage ich mal, das beste Kühlsystem, was es gibt. E-Lüfter, Umbau, großen Wasserkühler, Ausgleichbehälter, der sich selbst entlüftet. Ja, besser geht es eigentlich nicht. So, das heißt jetzt, wir lassen hier das Kühlwasser ab, bauen die ganzen Schläuche ab, wenn den Schlauch durchschneiden und dann
uns ein bisschen Platz da schaffen, den Schlauch nach hinten, hinterm Zylinderkopf verlegen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hier alles zusammenbauen. Und am Ende können wir noch zeigen, wie geil sich das entlüftet. Ja, dann lassen wir mal die Kühlflüssigkeit ab. Ja, wie man gesehen hat, haben wir hier den Schlauch hinten verlegt, sogar mit so einem Hitzeschutz hier. Ist natürlich sehr, sehr eng da hinten, aber wir haben das dann hier einfach durchgeschoben. Deswegen haben wir auch den Windlauf hier alles abgebaut, den Kabelbaum hier ein bisschen auf Seite gelegt. Und dann hier hat einer durchgeschoben, der andere hat das dann so geführt. Dann sind wir da unten rausgekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob man da noch viel sieht. Den Schlauch geschnitten. Ah, hier sieht man es ja. Da sieht man ja. Hier dann ist der Verbinder. Hier ist der Schlauch, der dann zum Ausgleichsbehälter geht. Ja. Das war es dann im Prinzip schon. Die Kunststoffentlüftungsleitung haben wir auch verlegt hier. Schön original, wie gesagt. Hier muss man noch ein bisschen einkürzen. Ja, Haube geht auch zu. Behälter ist fest. Das heißt, wir sind jetzt, wir bauen jetzt da oben noch gerade zusammen. Kühlflüssigkeit einfüllen und dann sollte das funktionieren. So, wir entlüften das Ganze direkt. Normalerweise braucht man nicht so einen Aufsatz, aber da wir die alte Flüssigkeit jetzt nochmal filtern wollen und hier genau so ein Sieb reinpasst, so ein Lachsieb holen wir da immer, mache ich das jetzt mal so. Ja, lassen wir das Auto mal laufen und dann gucken wir, was passiert. Na, warte mal. Ja. Ist jetzt schon alles weggesunken. Ja. So, lass mal laufen. Sieht man auch schön, dass es doch was bringt. Aber wie man sieht, das Wasser läuft direkt weg. Wir haben erst einmal kurz laufen lassen. Das ist so geil, das System, das entlüftet sich direkt. Und ich glaube, jeder 36-Fahrer, der mal ein Kühlsystem entlüftet hat, der weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. So, jetzt lassen wir nochmal laufen. Müssen wir eine kleine Runde fahren, danach nochmal Kühlschrank kontrollieren. Dann war es das eigentlich schon. Das ist eigentlich das Geile an dem System hier, wirklich auffüllen, eine Runde fahren, nochmal überprüfen und ja, fertig ist der Lachs. Also das ist wirklich im 36-Bereich das Beste, was es gibt. Kühlwasserbehälter auch schön ersichtlich, nicht wieder vorne da immer, wo man schlecht sieht und sowas. Hier siehst du immer schön auch, wie der Kühlwasserstand ist. Ja, eigentlich nur Vorteile. Und wenn man sowieso einmal den Kühler erneuern will, würde ich eigentlich immer sofort auf das System hier umbauen. Also ja, direkt einmal alles machen, am besten auch direkt Wasserpumpe, Thermostat, Kühlwasserschläuche, sowas machen wir alles immer in einem neu. Und danach hat man eigentlich wieder Ruhe, wenn jetzt kein unvorhergesehener Ausfall. Ach, hier können wir mal kurz zeigen. Der Kühler, der hat irgendwo hier eine Rippe, ist da leicht undicht gewesen. Also man konnte mit dem Auto noch fahren, ist auch nicht überhitzt, aber es kam immer wieder hier ein bisschen Kühlflüssigkeit raus. Und das ist natürlich ja, perfekt, um irgendwann liegen zu bleiben. Ja, ich würde sagen, das war's soweit. Und ja, demnächst stellen wir mal das Projekt ganzheitlich vor, jetzt wo wir fertig sind. Und dann können wir auch mal zeigen, was wir alles hier
umgebaut haben. Ich denke, das ist doch schon ganz interessant. In dem Sinne dann, bis zum nächsten Video.